Was geht ab, meine Seafighter Hose hier, und heute gab es einen Data-Download für die japanische Version. Dementsprechend wurden die zwei neuen LR hinzugefügt, LR Super Baby 2 und LR, ja, das Trio nenne ich es einfach mal, LR Goku, Pan und Trunks. Sie werden erscheinen morgen am Dienstag 7 Uhr morgens unsere Zeit für die japanische Version am 19.02. 7 Uhr morgens, Freunde. Wir werden morgen auch summon. Morgen Abend zwischen 19 und 20 Uhr werde ich live gehen, Freunde. Der Streamplan ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne abchecken, um zu sehen, wann genau wir live gehen. Morgen werden wir für die zwei Charaktere Sam, Freunde, im Legendary Sam Banner. Heute werden wir auch live gehen und werden das neue Battlefield auf JP machen. Das GT-basierende Battlefield, sag ich mal, wenn ihr Lust und Zeit habt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Die ganzen Infos sind in der Beschreibung. Wie gesagt, SR-Version von dem Trio sieht folgendermaßen aus. Wir brauchen hier an der Stelle, wir gucken uns euch alle Infos und Details an, wir brauchen an der Stelle diese Medaille, um sie zu awaken. Ein von Goku, drei jeweils von Pan und Trunks. Und dann werden sie quasi an der Stelle zu der TUR-Version. Und sie sind vorneweg direkt Goku, Pan und Trunks. Heißt, sie haben Logo keine Farbe SR. Man bräuchte 19 Elder Kai oder Grand Kai, um sie hier, und das sieht mir keine Erkenntnis, um sie auf SR20 zu klatschen. Jedenfalls brauchen wir dann, um sie auf die LR-Version zu bringen, einen weiteren von der Goku-Medaille. 7 von Pan, 7 von Trunks. Ich werde euch gleich zeigen, wo die Medaillen sind. Und das Artwork der LR-Version sieht folgendermaßen aus. Die Infos gucken wir uns gleich an. Baby Vegeta an der Stelle startet mit folgendermaßen Extreme AGL-Typus SR-Version oder seine UR-Version hier an der Stelle dann. Wir brauchen eine Baby Vegeta-Medaille, 7 von oder eine Baby-Medaille 7 von Baby Vegeta. Ich zeige euch gleich, wo es die Medaille zu gibt oder zu holen gibt. Dann, das Artwork sieht cool aus, finde ich. Wieder zu Super Baby 1. Dann brauchen wir 12 jeweils von ja, Baby Goten, Baby Gohan und Baby Trunks, nenne ich es einfach mal. Und dann wird er schlussendlich zu Super Baby 2 in Klammer Giant Ape. Und dann würde ich sagen, ich zeige euch mal ganz kurz, wo es die ganzen Medaillen gibt. Die Goku-Medaille gibt es aus dem Barbershop, Freunde. Heißt, ihr müsst da immer mal wieder reingucken in den Barbershop. Und wenn es da die zu holen gibt gegen Barber-Points, dann holt es auf jeden Fall. Oder also holt die Medaille auf jeden Fall. Die Trunks- und Pan-Medaillen waren das. Die gibt es aus diesem Event zum einen. Die ganzen Events sind gerade live auf JP. Die sollten auf jeden Fall live sein. Und zwar gibt sie hier einmal auf Level 3, Stage 3 die Trunks-Medaillen. Und auf Level 6 die Pan-Medaillen, die ihr euch holen könnt, Freunde. Aber auch aus diesem Event, ich wollte es einfach mal gesagt haben, aus dem Dragon Ball Fusion Event, gibt es die Pan-Medaillen aus Stage 1. Genau. Baby-Medaille gibt es auch nur aus dem Barbershop. Heißt, wirft auf jeden Fall ein Auge auf das Barbershop. Aber die anderen Medaillen gibt es zum einen aus diesem Event. Nämlich zum einen haben wir die Medaillen auf Stage 3 von Baby Gohan, von Baby Goten auf Stage 4 und von Baby Vegeta auf Stage 5 und Baby Trunks auf Stage 6. By the way, dieser Vegeta hier, der ist farmbar und der, den kann man awaken zu Baby Vegeta. Heißt, er hat eine farmbare Esse. Der L hat eine farmbare Esse. Das ist dieser AGL Baby Vegeta, den ich hier aus dieser Stage farmen könnt und dann mit den Medaillen awaken können. Aber auch aus diesem Event gibt es die ganzen Medaillen, Freunde. Nämlich sie droppen auf Stage 2. Jeweils ein paar von den Medaillen auf dieser Stage. Und die von Baby hier auf Level 6, beziehungsweise Stage 6 von dem Event hier, von dem Story-Event. Na gut, dann gehen wir mal rüber, Freunde. Ah, genau, bevor wir uns das Ganze ansehen, Freunde. Die Black Smoke Shenlong Dragon Ball Quest. Ich habe in letzter Zeit viele Fragen bekommen. Ich habe das in dem Video zu Part 2 abgedeckt. Das war, da gab es die Information dazu und den Link gab es in der Beschreibung. Ich habe es heute nochmal zur Übersicht auf Twitter gepostet. Heißt, ihr könnt da gerne mal reingucken. Dann wisst ihr auf jeden Fall, was ihr machen müsst, um die Dragon Balls einzusammeln. Wir haben vielleicht einen kleinen Hinweis. Es wurden in den Daten ein folgendes Foto entdeckt. Das sieht stark nach einem Raid aus. Heißt, eventuell könnte es ein Shadow Dragon Raid geben, nenne ich es einfach mal. Die Tage wissen mehr, was dann quasi zu tun hat mit den Black Smoke Shadow Dragon Balls, sage ich mal. Aber gut, und zwar, Freunde, Baby. LR Super Baby 2 ist ein Leader einer neuen Kategorie, der Artificial Lifeform, also die künstliche Lifeform, also die künstliche Lebensform, nenne ich es einfach mal. So sieht die Kategorie aus folgendermaßen. Da sind Charaktere drin, die dem entsprechen, künstliche Lebensform, aber ein, zwei Charaktere, da frage ich mich einfach, warum sind die nicht drin? Zum einen C17, C18, ich meine, das sind Androids, warum sind die nicht drin? Hellfighter 17 ist drin. Okay, Hellfighter 17 wurde, sage ich mal, künstlich wahrscheinlich produziert oder entwickelt, whatever. Ähnlich wie Rildo vielleicht, das kann ich verstehen, oder Super 17. Aber wo ist zum Beispiel eine C21? So, das sind so ein, zwei Fragen zu der Kategorie, die ich habe. Ansonsten ist es eine interessante Kategorie. Ich denke, man kann da interessante Teams bauen. Ob sie ganz gut werden, kann ich noch nicht sagen, aber ist auf jeden Fall interessant, sei mal dahingestellt. Zum Beispiel C16, der ist ja ein Android. Wieso ist C16 drinnen, aber C17 als C18 nicht? Irgendwie haben die wirklich so Cyborgs nicht reingetan, aber alles andere so schon. Vielleicht haben die da wirklich einen dezenten Unterschied gemacht zwischen Artificial, künstlich und mechanische Lebensform, Android. Aber irgendwie widerspricht es bei ein, zwei Charaktere mehr oder weniger. C17
C16 zum Beispiel, Paradebeispiel. Na gut, so viel zu der Kategorie, Freunde. Gucken wir uns mal die Informationen zu dem Boy an. Natürlich auch an Ioton HD für die HD-Bilder und für Garage für die Übersetzung. Lecco mio, sieht das Artwork geil aus. Das ist natürlich seine Giant Form Artwork. Und in dem Video damals habe ich gesagt, er ist der erste LR mit einer Transformation. Ich meinte natürlich mit einer Giant Form Transformation. Also LR Super Baby 2 ist der erste LR mit einer Giant Form Transformation. Was hat er denn drauf, unser Boy? Super Baby 2, und zwar folgendermaßen, Freunde, Leader Skill ist Artificial Lifeform Kategorie, gibt der Key plus 4 HP Attack in der 130% oder Extreme AGL Charakteren Key plus 4 HP Attack in der 100%, ist quasi auch der Leader Skill, also ähnlich wie der von Trunks und Mai, sie geben ja auch ihre Kategorie Time Traverse Key plus 430 oder der Super Strength Charakteren, das ist jetzt das gleiche. Am Anfang, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, ja, 130%, jetzt hätte man das nicht ein bisschen hochklatschen können auf 150%, aber natürlich, das ist ein Summon LR, heißt in Zukunft wird es einen Dokkan Festival Charakter geben, bin ich mir sicher, der Leader dieser Kategorie sein wird. Da bin ich echt drauf gespannt, wer das sein wird. Und genau, aber bis dato haben wir Key plus 430% für den Boy. Mit der ersten Super Attack macht der Colossal Damage, verringert Angriff des Gegners. Mit der zweiten Super Attack, also der Ultra Super Attack, macht der Mega Colossal Damage, verringert Angriff und Verteidigung des Gegners. Passive ist folgendermaßen, Freunde. Er gibt sich selbst Key plus 3 auf den Angriff und auf die Verteidigung 100%. Bevor wir weiterlesen, das schon mal wirklich ist sehr, sehr gut für einen LR. LR Baby hat auch sehr gute Sets, er kommt über, ich glaube, er kommt an die 21.000 Angriff und über 20.000 HP auf jeden Fall, sein zu 23.000 oder so, auf 100% logischerweise. Heißt, allein das ist schon gut, 100% Attack Lift für einen LR und er gibt sich zusätzlich selbst schon Key plus 3. Also das mag ich immer, wenn die LR sich so, wenn sie selbst für Key sorgen, sag ich mal, damit sie auf die Ultra Super Attack kommen, weil das will man bei einem LR erreichen, mehr oder weniger. Zusätzlich dazu gibt er sich Key plus 3 und auf den Angriff 50%, wenn er gegen einen Pure Saints Kategorie Gegner kämpft. Zusätzlich dazu kann er sich dann noch weitere Key plus 3 geben und 50% auf den Angriff, wenn er gegen einen Hybrid Saint Kategorie Gegner kämpft. Heißt, ideal wäre bei ihm natürlich, dass er die ganze Passive triggert in einer Stage, wo er gegen einen Hybrid Saint Gegner kämpft und Pure Saints Gegner. Und dann hätten wir Key plus 6 und ich sag mal weitere 100% drauf. Ich bin mir noch nicht sicher, auf Dokkan Battle wirklich steht das noch nicht, ob das separat kalkuliert wird. Ob so oder so, er kommt wirklich auf sehr, sehr gute Zahlen, Freunde. Ich habe mir das Showcase von D3 angesehen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und er kommt dann wirklich auf gestörte Zahlen. Also wenn er in eine Stage reingeht, passiert natürlich nicht oft, wenn er in eine Stage reingeht, wo beides getriggert wird. Zum Beispiel die Stage von Vegeta Blue sollte das sein. Das war in dem Video. Dann kämpft man gegen Anfang gegen Goku Blue, Vegeta Blue und Trunks Super Saiyan. Und da passiert dann das mit der Passive. Aber auch ohne der Passive, sei es mal eingestellt, ob beides oder nur eines davon, auch ohne der Passive macht er wirklich guten und konstanten Schaden. Über 2 Millionen ist auf jeden Fall drin. Deswegen, an der Stelle sollte man auf jeden Fall ihn nicht unterschätzen. Zusätzlich dazu hat er eine High Chance, sich zu einem Giant Ape zu transformieren, ab Anbeginn der vierten Runde, wenn die HP 50% und drunter sind. Wenn er sich transformiert, gucken wir uns gleich an, was sich da ändert. Links gesehen, an der Stelle, Thirst for Conquest, Metamorphose, Big Bad Bosses, GT, Hatred of Saints, Shattering Limit, Legendary Power. Es geht von der linken Seite. Ich meine, Thirst for Conquest ist auf jeden Fall nice. Ich kann mir vorstellen, so Standard-Szenario in seinen Teams, in den vertreten ist, haben wir einen Int mehr LQ da drin. Den tut man rein, Rostu drin. Das ist ein Supporter, der Thirst for Conquest 15% für ihn ist auf jeden Fall nice. Metamorphosis ist ein Regen, kann man mitnehmen. Big Bad Boss, sehr wichtig. Das ist immer sehr gut zu sehen bei den Villains, sage ich mal, vor allem wenn LR ist. GT, Key plus 2, GT haben wahrscheinlich nicht allzu viele, die in seiner Kategorie sind. Oder auch in den Kategorien, in denen er spielt. Hatred of Saints haben auch nicht viele, sind auch Key plus 2, wenn mich alles täuscht. Shattering Limit nimmt man auf jeden Fall mit, Key plus 2 und Legendary Power. In den Kategorien ist er vertreten in seiner eigenen Artificial Lifeform, Giant Form und Transformation Boost. In seiner Kategorie ist es nett mit ihm zu spielen, schätze mal. Da kann man wirklich interessante Teams bauen oder witzige Teams. Und Transformation Boost, würde ich mal sagen, ist quasi vom Booster natürlich, Angriff, Verteidigung und HP die bessere Kategorie für ihn aktuell. Jedenfalls, was passiert, wenn er sich quasi transformiert? Er wird zu Giant Ape Form. Das ist eine ganz normale Giant Ape Transformation. Heißt, 2 Runden sollte sie anhalten. Chance auf 3 und dann detransformiert er sich. Aber was gut ist, ist, für jeden Key, den er einsammelt, bekommt er zusätzlich Key plus 1 drauf. Das ist sehr gut, so kommt er auf seine Super Attack. Und er macht mit der 12 Key Destructive Damage und mit der 18 Key macht er, beziehungsweise tut er seinen Angriff greatly erhöhen und macht Destructive Damage. Destructive Damage mag sich vielleicht für den einen oder anderen richtig viel anhören. Ist das über immens, tralala? Nee, das ist gar nicht so viel. Das ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, 1 über huge. Also bei diesen Giant Form Transformation ist halt das Geile, man bekommt keinen Schaden, man macht einfach nur Schaden. Gute ist, dass natürlich Dupes ist im Buff dazu zählt seit längerer Zeit und bei ihm ist halt gut, der ist der erste LR mit der Giant Form Transformation und man sollte es nicht unterschätzen, weil er kann auf die Ultra Super Attack kommen und dank seiner Pass auf jeden Fall noch easy, schätze ich mal. Aber jetzt zu LR, Goku, Pan und Trunks, die sind richtig krank, Freunde. Sie geben
Der Desire for the Dragon Ball Skatui Ki plus 4 HP, Attack und Def 170%. Aber auf der Umkehrseite ist natürlich die Kategorie selbst, die gucken wir uns gleich an. Das ist eine schöne Kategorie, man kann da sicherlich geile Teams bauen und witzige Teams, sage ich mal, interessante Teams. Aber ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Oder sie geben der Super Intrakt den Ki plus 4 HP, Attack und Def 100%. Aber diese 170 und Ki plus 4, das ist insane für die Kategorie. Genau, mit der ersten Super Attack erhöhen sie ihre Verteidigung für 33% für eine Runde und machen Colossal Damage. Mit der 18 Ki erhöhen sie die Verteidigung um 33% für 3 Runden und machen Mega Colossal Damage. Die Passive ist folgendermaßen: Sie bekommen auf den Angriff und auf die Verteidigung 77%, wenn sie eine Super Attack starten. Zusätzlich dazu bekommen sie weitere 77%, wenn sie eine Ultra Super Attack starten. Das ist nicht entweder oder, ich gehe stark davon aus, dass es zusätzlich dazu ist. Das ist ähnlich wie mit LRGF, heißt, und das sollte auch wie mit LRGF sein, dass es addiert wird und nicht separat kalkuliert. Also ich gehe stark davon aus, dass sie dann quasi, wenn sie ihre Ultra Super Attack starten, 154% Angriff haben und 77% Verteidigung. Also das addiert sich dann drauf quasi. Und wartet mal, kommt man oft auf die Ultra Super Attack? Jetzt. Für jeden Desire for the Dragon Balls Kategorie Mitglied bekommen sie Ki plus 1. Heißt, idealerweise spielt man sie als Leader in ihrem Team Desire for the Dragon Balls. Double Lead sind schon mal Ki plus 8, ja, jeweils Ki plus 4 durch den Leader. Und dann gibt es noch Ki plus 7 drauf, wenn das ganze Team aus Desire for the Dragon Balls verbunden ist. Und wir sind bei Ki plus 15 am Anfang der Runde. Nur 3 Ki-Serien muss man einsammeln, dass sie auf die Ultra Super Attack kommen. Also dieser Helle wird richtig konstant sein, wird oft seine Ultra Super Attack machen und wird auch viel Schaden machen. Auf dem Radar wird es wirklich brettern, Freunde. Links ist Saint Warrior Race, Saint Lineage, Rival Duo, GT, Prepare for Battle, Shattering Limit. Finde ich cool. Prepare for Battle und Shattering Limit. Und Legendary Power. Kehrseite ist, sie sind nur in der Combination-Kategorie und in der Desire for the Dragon Balls. Also das ist so quasi ihre Beschränkung. Also in so vielen Teams wird man sie nicht spielen. Ich lasse mal den Super Attack laufen und sag was zu denen. Aber dennoch, Freunde, auf dem Radar wirklich sehr viel stehen bei den Charakteren. Also bei dem Ella jetzt. Das sollte man nicht unterschätzen. In ihren Teams gibt es viele Free-to-Play-Units, die sind auch gut, vor allem Free-to-Play-Giru. Free-to-Play-Giru ist, denke ich, wirklich ein sehr, sehr guter Linking-Partner für diesen LR, denn er hat Rival Duo und Shattering the Limit. Man hat aber auch Issei Goku Jr. drin, Issei Goten hat man drin, man hat den Summonable Transforming Freezer erste Form, man hat LR Ginyu, wir gucken uns gleich an, man hat LR Freezer und. Also gute Charaktere hat es in der Kategorie schon. Würde ich gar nicht mal so unterschätzen. Wird sicherlich Spaß machen, mit dem Team zu spielen, vor allem wegen Keep Mystery 170% Boost. Auf der anderen Seite unser Boy Baby, ich lasse mal auch die Super Attack hier laufen an der Stelle. Baby könnte man im ersten Anblick unterschätzen. Denken, ja wow, okay, so viel Geiles hat der nicht drauf. Und er ist so abhängig, gegen wen er kämpft. Ich würde das nicht so kritisch sehen. Auch ohne diesen Pure Saiyan Hybrid Saiyan Boost kommt er wirklich auf gute Werte. Problem bei Baby ist, er ist selbstständig gut. Er sorgt ja selbst für sich selbst Key, sei es nicht transformiert oder dann quasi in der Giant Form. Die Transformation sieht so geil aus, indem er dann quasi Key einsammelt. Aber er ist so ein bisschen eigen. Also Linking Partner für ihn gute zu finden, die auch von ihm ein bisschen profitieren, statt dass nur er profitiert, wird vielleicht ein bisschen schwer sein, wenn Katrin vertreten ist. Wir werfen gleich mal einen Blick drauf. Ist vielleicht auch ein Charakter, wo ich überlegen würde, seit langer Zeit wirklich, ob man dann die TOR-Version behält für. Oh, die Super Attack sieht so geil aus. Als Buddy, also Super Baby 1. Könnte man auf jeden Fall überlegen, Freunde, überlegen wäre es wert, aber wie gesagt, das ist erstmal nur Theorie, alles auf Blatt Papier. Wenn der ganze Boy draufkommt und wir ihn hoffentlich ziehen können und testen können, dann sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus in den ganzen Showcases. Aber so viel auch dazu, Freunde. Und dann werfen wir mal kurz einen Blick in Artificial Lifeforms. Wie gesagt, die zwei so in der Rotation ist wirklich sehr krank. Aber welche Charaktere, also Elemental Cooler zum Beispiel, Elemental Cooler in der Rotation mit AG Metal Cooler auch eine sehr schöne Rotation. Wir haben zwar Super 17 drin, der linkt sich leider nur mit GT, mit LM Super Baby 1. Das ist die farmbare Version, die Free-to-Play, die ist aber katastrophal, die ist nicht so gut, hat einen konstanten Boost. Ansonsten haben wir eben diese Charaktere drin. Ihn können wir leider nicht spielen, sie teilen denselben Namen. Aber außerhalb davon, Freunde, wie gesagt, Intmel Cooler, wichtig in dem Team, in dem Artificial Lifeform Team, sage ich es einfach mal, wegen Thirst for Conquest Support Aspekt. Aber auch wichtig, Boo zum Beispiel. Ihr könnt es auch, man kann auch wirklich Boo in eine Rotation lassen mit Super Baby 2, mit dem LR. Durch die Pass bekommt er Ki plus 2 von ihm, Attack unter 50% und durch seinen eigenen Pass bekommt er Ki plus 3 LR Baby und Boo hätte für ihn noch brutal Beatdown, sage ich mal, 10% auf den angefangenen Last. Warum nicht, nehmen wir auf jeden Fall an. Und ansonsten aber auch sehr wichtig, wenn man quasi mit Super Baby 2 gut spielen will, auf jeden Fall Rildo. Xtreme AGL Supporter Logo, man kann auch Xtreme AGL Charaktere mitnehmen, wie zum Beispiel AGL Talis, der macht auf jeden Fall seinen Job gut. Und Freunde, ganz ehrlich, dieser Boy hier, bitte gibt ihm ein Awakening. Warum?
er braucht ein Awakening, damit er zum einen natürlich besser wird, aber er spielt ganz vorne mit als guter Buddy für LA Baby. Er hat nämlich Big Bad Boss, by the way, Kid Bot natürlich auch Big Bad Boss ist. Er hat Big Bad Boss, First for Conquest, Metamorphose, GT. Und wenn er ein Awakening bekommt, wird das wahrscheinlich ein Rebirth, heißt, er hätte noch Shattering the Limit, das wären 5 Linkskills. Diesen Awakening will ich sehen. Ich will sein Awakening sehen. Ich will einfach ein Awakening für diesen Boy, damit er, sag ich mal, für Super Baby zeigen, guter Buddy wird. Aber, Freunde, noch ein letzter Blick zum Abschluss für die Seeker of the Dragon Balls Kategorie. Das ist die Kategorie, Freunde. Wie gesagt, Key plus 470% ist wirklich sehr, sehr cool. Man hätte Charaktere wie Ginyu, Freezer, Pan, LR, wie heißt der Boy, Yamcha und Poor, LR Ginyu an der Stelle. Ist eine witzige Kategorie, aber hat auch gute Charaktere. Wir haben noch einen zukünftigen LR, der mit reinkommt. Wir haben ein neues Awakened Doken mit einem wirklich sehr guten Charakter. Wir haben Transforming Freezer, wir haben Bulma Free-to-Play am Start. Der wird sehr wichtig in sein Team. Wie gesagt, Rival Duo, Shattering Limit, GT. Und der wird auch gut. Izei Goku Jr. kann man auf jeden Fall mit ihm spielen. Izei Gohan, wir haben Izei Goten. Also so schlechte Charaktere hat es eigentlich nicht in der Kategorie. Vor allem der Lord Sakken ist wirklich sehr, sehr gut. Und genau, da mit dem Team kann man auf jeden Fall auch sehr viele Events schaffen. Also glaubt mir, wenn man das Team hat, gibt es 470% für solche Charaktere. Vor allem wie Transforming Freezer. Das wird ihn auf jeden Fall gut tun, Freunde. Aber, wie gesagt, so viel zu den ganzen Informationen zu Baby und dem neuen LR Goku, Pan und Shanks. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.